Hallo ihr Lieben, ich grüße euch heute hier von Langkawi und ich möchte heute gerne mit euch über das Thema Emotionen sprechen. Das passt nämlich sehr gut zu dem Erlebnis, was ich hier heute erfahren habe, in dem ich mich immer noch befinde. Und zwar bin ich heute Morgen mit einer unglaublichen Motivation aufgestanden, die Insel zu erkunden mit meinem Roller. Und habe aber schon gesehen, dass irgendwie Wolken aufzogen und hatte aber irgendwie die Intuition, einfach loszufahren. Mein Verstand hat sich allerdings gemeldet und hat gesagt, nee, lass es mal lieber und wer weiß, dann fängst du wieder, wirst du wieder nass und es ist gerade Regenzeit hier und dreh mal lieber um und setz dich mal lieber ins Café. Letzten Endes war es aber gut, dass ich trotzdem losgefahren bin, denn ich glaube, diese Herausforderung hat mich so ziemlich nachhaltig in meinem Leben geprägt, denn ich bin hier nämlich zu einem Black Sand Beach gekommen. Da wollte ich auch hin, weil ich das ziemlich spannend fand. Und dieser Black Sand Beach brachte mir ein ziemlich heftiges Gewitter. Und als ich wirklich angekommen bin an diesem Strand, brach das Gewitter aus. Und ich hatte zuerst wirklich nur so eine kleine Säule, wie ihr dahinter seht, hinter der ich mich verstecken konnte. Und ja, ich wurde ziemlich nass und habe gedacht, was fängst du jetzt damit an? So, und ja, irgendwann bin ich dann zu dieser Ruine gekommen, die hier ist, die ihr im Hintergrund seht. Und diese Ruine, hier befindet sich wirklich nichts und hier ist auch niemand. Und das passt so irgendwie zu der ganzen Situation und zu diesem Black Sand Beach. Und ist eigentlich schon wieder fast lustig und ich bin dankbar, dass ich mich dieser Herausforderung gestellt habe und weitergefahren bin mit meinem Roller und nicht zurückgefahren bin, denn solche Herausforderungen, die manchmal auch anstrengend sind und unangenehm sind, das sind doch eigentlich wirklich die Herausforderungen, die uns stärken und die uns auch nachhaltig prägen in unserem Leben. Und versucht man sie von der anderen Seite zu sehen, und sie nicht als negativ zu empfinden, sondern als dankbar zu sein darüber. Denn sie haben eine Message in unserem Leben und bringen uns eigentlich permanent in den Seinszustand. Und diese Herausforderung, diese Challenge, die wir manchmal versuchen zu umgehen, weil wir doch gerne bequem sind, das führt uns allerdings nicht weg, nicht zu uns selbst, sondern führt uns eigentlich immer mehr weg von uns selbst und von dem eigentlichen, von der eigentlichen Annahme des Seins und des Übens auch. Und jede Herausforderung können wir dankbar annehmen, denn sie bringt uns eigentlich immer mehr zu diesem Seinszustand beziehungsweise das zu üben und auch mit negativen Emotionen lernen umzugehen. Das ist nämlich eigentlich ein ganz schönes Geschenk, weil letzten Endes spüren wir dadurch Freiheit und erlangen Freiheit und lernen, Dinge anzunehmen und in die Wertschätzung zu gehen. Und ich hätte mich natürlich auch ärgern können hier über dieses Gewitter und mir Vorwürfe machen können, toll, wärst du bloß umgedreht. Aber nein, das ist zu langweilig und dadurch kommen wir nicht in die Befreiung und nicht in den Seinszustand. Denn je mehr man seinen emotionalen Körper stärkt und in die Annahme, wirkliche Annahme geht von Emotionen, umso mehr können wir sie auch wirklich loslassen. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess in unserem Leben, dass wir das überhaupt auch erkennen und als dankbar auch annehmen und ja, Emotionen nicht als negativ zu bewerten, sondern dadurch halten wir uns eben permanent in unserem Bewertungszentrum auf, sondern sie einfach als Sein zu akzeptieren und als Ist-Zustand. Und durch diesen Ist-Zustand, indem wir lernen, diesen Ist-Zustand zu akzeptieren, kommen wir eigentlich in die pure Gelassenheit und Lässigkeit. Und wer möchte das nicht gerne so lässig durchs Leben gehen und cool über allem stehen? Das ist meiner Meinung nach wahre Freiheit und
das ist pure Selbstliebe und pure Annahme und ein Ja zu sich selbst. Und indem wir lernen, negative Emotionen überhaupt zu erkennen, die dann aufkommen, wie zum Beispiel anhand dieses Gewitters, hätte ich mich ärgern können, ich hätte wütend sein können, ich hätte traurig sein können, ich hätte hoffnungslos sein können. Solche Emotionen, die manchmal doch im Leben auf uns zutreffen. Und ja, ich glaube, wenn wir immer mehr lernen, uns auch diesen Emotionen zu stellen und in die Wertschätzung und Annahme dessen zu gehen, dann können wir irgendwann auch unseren Fokus auf die wirklich positiven Dinge im Leben lenken. Und positive Emotionen, die sind uns häufig gar nicht mehr so bewusst und wir können sie häufig gar nicht mehr benennen. Deswegen möchte ich gerne ein paar von ihnen einfach mal benennen. Dann kommen wir immer mehr in die Selbstliebe zu uns und das führt uns immer mehr in den Seinszustand und vor allen Dingen nicht nur in den Seinszustand, sondern auch in das Mitgefühl der anderen, des Gegenübers und unseres Umfelds, und das schafft eine neue Perspektive und eine neue Welt, eine schöne Welt, eine entspannte Welt, und dass wir mal wegkommen von diesem ganzen Rechtfertigen und beleidigt sein und bedrückt sein und dieses schwere Gefühl, dass wir immer mehr in eine Leichtigkeit kommen, und das wünsche ich uns allen. Und ja, von daher wünsche ich mir jetzt als allererstes mal, dass dieser Regen endlich aufhört und ich weiterfahren kann und diese Insel erkunden kann. Und ja, ich werde weiterhin berichten und freue mich, wenn ihr von mir hört und ich von euch höre. Und ihr werdet bald mehr in meinem Buch darüber lesen können, über Entgiftung von Körper und Geist. Und ja, lasst uns eine neue Welt schaffen. Und es liegt an jedem von euch und jedem Einzelnen von uns, dafür zu sorgen und einen Teil dazu beizutragen und einen liebevollen Umgang miteinander und einen liebevollen Umgang mit sich selbst zu schaffen. Das ist meines Erachtens nach der Schlüssel. Und um euch das Ende dieser Geschichte auch mitzuteilen und auch dieses Leid mit euch zu teilen, habe mich dann nach 3 Stunden auf den Weg gemacht mit meinem Roller, weil es echt nicht aufgehört hat zu regnen, und bin in einen noch größeren Regen gekommen, und dieser Regen hat einfach nicht aufgehört, und ich hatte 20 Kilometer mit meinem Roller zu fahren, und wie ihr seht, ich bin klitschnass und von unten bis oben sowas von durchnässt, dass es bis in meine tiefen Hautschichten hinein genässt hat und mir arschkalt ist, und diese Fahrt wirklich eine Horrorfahrt war und ich so derbe ins Mitleid mit mir gegangen bin, beziehungsweise ins Mitgefühl, und wirklich fast geheult habe, weil es so schlimm war, aber ja, wie ihr seht, ich lebe noch, und der schlimmste Fall ist eingetroffen, dass ich nass geworden bin und dass ich Zeit verloren habe. Aber im Endeffekt kann ich sagen, alles hat sich gelohnt, denn diese Erfahrung werde ich in meinem Leben ganz bestimmt nicht vergessen. Und sie wird mich immer wieder daran erinnern, wenn ich vor großen Herausforderungen stehe, dass ich alles meistern kann und dass mir eigentlich nichts passieren kann, außer nass zu werden und auch wieder trocken zu werden. Von daher werde ich mich jetzt erstmal abtrocknen und unvergesslicher Anblick, der sich mir geboten hat auf meiner Fahrt,
werdet ihr in diesem folgenden Bild sehen. Und deshalb bin ich sehr dankbar, weil ich wirklich den Urwald, den Dschungel von Malaysia im Regen gesehen habe. Und das ist ein herrlicher Anblick. Von daher, ja, lasst uns dankbar sein über alle Erfahrungen, die wir machen und immer positiv sehen und immer im Vertrauen bleiben, dass es für irgendwas gut sein wird. Und gebt nicht auf und hört nicht auf, im Vertrauen zu bleiben. Von daher, danke, dass ich diese Erfahrung machen durfte und ich hoffe, sie wird den einen oder anderen genauso bereichern und genauso stärken, wie sie mich gestärkt hat.